Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt ja schon im Bildchen gesehen und ihr habt, oder ich hoffe, es ist euch schon aufgefallen, dass wir ein neues Event haben. Denn immer zum Jahresende oder halt jetzt zum festlichen Feste kommt hier der windige Händler vorbei. Ich habe den ja mal windigen Händler hier genannt. Und kommt der windige Händler hier vorbei und beschenkt uns. Ihr seht das auch, seine Geschenke stehen noch vor seinem Zelt und es gibt jeden Tag die gleichen Geschenke, die wechseln immer irgendwann in der Nacht. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es 12 Uhr ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich die letzten 2 Jahre immer Streams gespielt habe bis zum nächsten Shop. Ja, das war ja so in Fortnite immer in aller Munde so, wir warten auf den nächsten Shop und so weiter. Das machen wir hier nicht, sondern wir räumen den Shop einfach mal auf. Das kommt natürlich ganz auf den Account an. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, wo ich gerade hier bin, die Szenerie Schnee, ich nenne sie mal so, die legt sich hier genauso um die Items, die ich hier so stehen habe. Ist das so? Wenn ich die jetzt verrücke und das mal wechsle, das Schema. Ich will das mal nicht machen. Ich will das mal in aller Ruhe rausfinden, ob der Schnee dann anders liegt oder ob er dann immer noch so liegt. Weil das passt hier so gerade so schön mit dem Baum und hier hinten auch mit der Halloween-Statue. Dass der Schnee sich so schön um diese Sachen legt hier. Oder ob das nur eher super, super Zufall ist, dass hier meine Sachen nicht verdeckt werden. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so neugierig seid wie ich. Und immer alles so ein bisschen, nicht in Frage stellt, aber alles so ein bisschen untersucht hier. Okay, wir gehen mal rein in den windigen. Für mich ist im Moment nicht so wirklich viel dabei, denn ich habe noch relativ gut befüllt hier meine Ressourcen, aber ihr seht es schon, es gibt nette Angebote, vor allen Dingen die Rune hier, die kostet eigentlich immer 1500 Gems, wenn sie hier beim Händler verfügbar ist. Eigentlich ist sie dann auch nur im dritten Slot verfügbar und ist sicherlich mit 50 Gems, ja, die man jetzt da verkaufen kann. Das heißt, ich habe die ja noch, die Rune. Ich kann es jetzt einmal sellen, das heißt, ich kriege 50 Gems hier und dann kann ich mir die natürlich auch für Noppes hier wieder rausholen, in der Hoffnung, dass mal irgendwann was in der Builderbase sich irgendwas mal tut. Und die Forschungspotion hier mit 40 ist, glaube ich, auch recht günstig. Sie kostet 20 mit Marken. Aber ich denke mal, die Leute, die jetzt noch schnell so ein bisschen was rumforschen wollen und keine Potions mehr haben, die schlagen damit 40 zu, und ganz, ganz rechts ist eigentlich das Beste, denn eigentlich kostet die normale Trainingspotion schon 25, sie ist dann ja meistens verfügbar, da wo jetzt der Baum schon zu sehen ist, und ja, das Angebot ist natürlich top, das heißt, man bekommt eigentlich für 25 2, und ja, das will ich natürlich auch mal ausnutzen, gar keine Frage. Ne, wir boosten erst dann, wenn der Angriff vorbei ist, sonst hat man wieder so 3-4 Minuten Boost vertan, ne? Das wollen wir ja nicht. Denn wir wollen ja so ein bisschen Clash of Clans spielen. Hier auch mit dem 13er Account geht es aber so ganz, ganz langsam dem Ende zu. Also nicht jetzt dem Ende der Clash of Clans Folgen, sondern eher dem Ende im Dorf, was so die Bauten angeht. Und deswegen kann ich so ein bisschen fröhlich frei hier ein paar Pokale machen. Wir müssen noch ein paar Mauern machen. Also hört das erstmal nicht auf hier. Oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Ich sehe jetzt auch immer ganz gerne wieder das Dunkle, was ich mitnehmen kann. Denn auch das Dunkle ist, ja, wie soll man sagen, auch das Dunkle ist jetzt wieder interessant. Nachdem man ja alle 3 Tage 50.000 quasi verballert, sollte man auch zusehen, dass man immer mal wieder so ein bisschen was reinkriegt. Ne? Sollte man zumindest zusehen. So, wir nehmen den King hier mal in die Pflicht und nimm den mal gerade raus dort. So, ich muss mal eben meine 11 Magier hier verballern, so muss ich da sagen, denn was anderes kann ich da nicht zu sagen. Die muss ich ja nur für dieses Spiel machen, das habe ich noch offen, das läuft jetzt noch einen Tag, aber ich habe auch so ziemlich alles gemacht hier. Und deswegen können wir hier schon mal jetzt mit unserer restlichen Meute reingehen. Den Zeppelin sparen wir uns mal noch ein bisschen auf. Und wir nehmen den Royal Champion mal hier aus der Flanke mit. So, wo ist meine... Oh nein, jetzt habe ich meine Queen. Ah doch, jetzt läuft die Queen ja doch ein bisschen rein hier. Wunderbar, aber ich muss da den Scattershot so ein bisschen wegfriesen. Und nehmen wir mal jetzt noch den Blimp mit dazu.
Skeddy hier nochmal gefrostet, denn der wird jetzt gleich down gehen, aber mein Warden ist ja ganz, ganz weiter mal gerade weg. Und ich kann aber meine Heiler nochmal ein bisschen boosten. Das sieht noch ganz gut aus. Haben wir noch irgendwo einen Helden hier? Oh, hier haben wir noch einen Helden. Den müssen wir wegmachen. Beziehungsweise schnell mal giften. Gift, Gift, Gift. Ah, jetzt zu spät. Gift zu spät, Toto. Okay. Aber Scattershot nehmen wir noch mit für die Tat. 1, 2, komm, ein Hit noch, einer noch. Gut. Denn wir müssen noch ein paar Scattershots machen. Oh, wir haben 2000 Dunkelstar gelassen da hinten in den Bohren. Da muss man ein bisschen besser aufpassen. Da ist mein King am Rumlümmeln. Und das müssen wir gleich besser machen. Aber wir haben hier jetzt gleich erstmal Boost vom Händler. Das heißt, ich kann jetzt erstmal 2 Stunden boosten hier. Denn es gibt ja 2 Trainingsflaschen für 25. Die nehmen wir gerne mit. 50 haben wir heute schon plus gemacht mit dem, was ich heute schon abgesammelt habe. Schon viel, viel mehr. Und dann können wir den hier auch aufgeben. Und dementsprechend können wir jetzt einfach mal ein Stündchen Boost anschmeißen. Tut mir auch mal ganz gut. Und damit kann ich die immer noch nicht kaufen, weil die werden dann erst sichtbar, wenn ich dann die 2. Stunde Boost anwerfe. Und Boost heißt auch immer ein wenig Spendenzeit. So, dann können wir die mal bauen hier. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Ich mache das immer, wenn ich so anfange zu boosten. Und hier sind so ein paar offene Anfragen. Dann arbeite ich die mal eben ab. Und jamme das nicht. Aber ihr seht, 26.504. Und es wird einfach nicht weniger. Aber ich habe hier jetzt schon 8 Stunden noch. 8 Stunden noch, dann habe ich den nächsten Bauarbeiter frei. Das heißt, wir können einen Bauarbeiter ansetzen. Aber ich habe gestern Abend schon den Fehler gemacht und habe hier die Mauer nicht hoch gemacht und hatte dann keinen Bauarbeiter mehr. 4848. Und dann nehmen wir das teuerste. Das teuerste ist im Moment die Riesenbombe. Da machen wir die auch 5-6. Dann haben wir jetzt so ein bisschen was weggefarmt. Und ich habe ja gesagt, es ist echt nicht mehr viel, Leute. 2 Luftminen noch und 15 Mauern und eine Riesenbombe, dann war es das hier auch und die laufen ja auch nicht so lange, was die Tage angeht. Was natürlich sehr schick ist. So, da haben wir die gemacht. Achso, okay. Da. Können wir die nochmal trainieren? Oh, ich habe nicht genug Platz. Warum eigentlich nicht? Achso, okay. Oh, der macht noch. Der ist noch dabei. Alles klar. So läuft es. Kurzer Cut. Machen wir noch einen Angriff oder mindestens noch 2 Angriffe. Mal gucken. Okay, bevor wir ins zweite Rennen gehen, Leute. Ich glaube, das passt sich tatsächlich hier dynamisch an. Die Szenerie. Ich war jetzt doch ein bisschen selber neugierig. Und zwar habe ich jetzt eben schon mal das Schwein hier verrückt. Also dieses goldene Glücksschwein, der goldene Hock. Und wir nehmen den jetzt mal hier. Wir tun den jetzt mal gleich dahin, wo jetzt noch der Schnee ist. Das ist ja so kurz neben vor dem Schild hier. Und wechseln irgendwann mal die Szenerie. Wir nehmen mal Classic. Und wir rücken jetzt mal das Schwein so in etwa dahin. Da war ja jetzt eben der Schnee, ne? Glaube ich zumindest, dass da der Schnee war. Und dann nehmen wir die Szenerie hier nochmal raus. Beziehungsweise wir nehmen nochmal die Eis-Winter-Szenerie. Und seht ihr, der legt sich da tatsächlich richtig schön rum. Das ist cool, oder? Ja, das finde ich echt mal gut gemacht hier. Hat was, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu? Das wusste ich nicht, dass das dynamisch ist. Aber ich war jetzt eben doch ein bisschen selber neugierig, ob das funktioniert oder nicht. Aber tatsächlich, es funktioniert. Also der Schnee legt sich dynamisch um eure Hindernisse. Okay, wir gehen wieder in den Kampf rein hier. Ich hoffe, ihr seid auch fleißig am Farmen. Gerade jetzt über die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage hat man ja mal ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe, ihr fangt nicht an zu reisen und so weiter. Natürlich denkt ihr an eure Angehörigen. Aber ich wollte gerade sagen, aber lasst sie mal dies Jahr einfach in Ruhe. Ja? Lasst sie dies Jahr einfach in Ruhe. Die freuen sich auch über Geschenke nach Weihnachten oder ganz, ganz weit nach Weihnachten. Denn das Ende der Fahnenstange ist ja noch lange nicht erreicht bei uns in Deutschland. Es geht steil bergauf, das wisst ihr, und kein Mensch weiß warum. Irgendwelche Mutationen machen jetzt da die Runde, beziehungsweise irgendwelche, na, ich will nicht sagen Gerüchte, ich glaube nicht, dass es ein Gerücht ist, aber es scheint ja nun ganz normal zu sein, dass auch mal so ein bisschen mutiert wird. Und den können wir ganz gut mal mitnehmen. So, der baut da seine Falle aus. Okay, dann nehmen wir jetzt erst unseren Blimp hier und dann erst. Oh, guck mal, der hat ein Loch.
Ah, krass. Der hat ein Loch drin. Auch nicht schlecht. Der hatte ein Loch drin. Dann nehmen wir hier schon mal den Wut. Jetzt geht er auf. Pünktlich geht er sogar auf da. Perfekt. Da haben wir ein bisschen was drin, wollte ich gerade sagen. Natürlich haben wir da ein bisschen was drin. Gar keine Frage. Und, oh, der nimmt mir da die ganze Flanke raus. Das ist ja schon mal nett, ne? Das ist ja schon mal nett. Oh, mein Mauerbrecher, der kommt aber nicht an, oder? Mein Mauerbrecher kam doch an. Auch nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir den mal und ihn hier hinter. Einmal den hier. Oh, der hat Clanburg. Der hat Clanburg dort. Und meine Queen nicht kaputt gehen, liebe Queen. Okay, oh, der hatte doch ein bisschen Clanburg da. Das habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise habe ich es jetzt ein bisschen später gesehen. So, wir lassen uns mal noch so ein paar Hocks offen hier. Meine Queen nochmal in Wut nehmen. Und die hier in Heilung. Wo ist der nächste Scatter? So, dass die nicht ganz so fiese da weggehen. Wo ist meine Queen mit den vielen Heilern? Die sind hier noch am Rathaus. Ah, die quälen sich da gerade so ein bisschen rum. Okay, einmal den gesetzt und schaffen die das? Komm. Das wird knapp. Ei, das schaffen die nicht. Ei. Das schaffen sie nicht. Ah, das passiert mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig, Leute. Vor allen Dingen im Clankrieg ist das sehr ärgerlich, dass ich eigentlich einen guten Start habe, aber dann irgendwie das Rathaus vergessen wird. Irgendwie vergessen die das Rathaus und das ist mir jetzt schon zweimal im Clankrieg passiert. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, vor allen Dingen, wenn es ein Freshit ist, mit einem Einsterner zu beginnen, dann haut einen das schon so ein bisschen runter, aber der Loot ist ja noch ganz gut hier. Den haben wir in jedem Fall geholt, da das meiste hier auch außen liegt. Haben wir dort nochmal so ein bisschen gerockt. Meine Queen, meine Queen kommt sogar ganz nett hier durch. Noch mit Heiler, jetzt ist auch der letzte Heiler weg. Und wir schaffen noch ein Gebäude, 70% haben wir ja, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall den ganzen Bonus. Und dann bauen wir jetzt mal was anderes, würde ich mal so sagen. Denn ich habe auch noch was anderes hier in Ausbildung. Ich habe noch die dunklen Magier, die fordert aber keiner an. Und dann können wir die ruhig mal bauen, würde ich sagen. Mit den anderen Magiern zusammen. Wir machen das mal so. Wir nehmen mal so ein bisschen traditional. Armee hier, einen davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brauchen wir da immer von. Und was haben wir noch? Ein Päcker, Mauerbrecher vielleicht noch. Obwohl, wir nehmen mal nicht den Mauerbrecher, sondern wir nehmen mal die neue Maschine nach vorne für diese Armee. Würde ich mal so sagen. Und das brauchen wir so nicht. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Nehmen wir das mal so oder nehmen wir das... wir nehmen lieber doch zwei Fries mit. Ein Fries und vielleicht noch ein Heil... Weiß ich nicht, ein Heilzauber? Na komm, wir nehmen Heilzauber mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Und jetzt haben wir aber noch ein paar Truppen über. Da können wir noch ein paar Ballons. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ballons brauchen wir eigentlich nicht, weil wir hier auch nichts haben, was großartig auf Luft schießt. Wir haben keine Heiler dabei. Machen wir das Ganze mal Heiler los. Noch ein Riesen dazu. Passt. Cut. Nächster Angriff. Ich stelle immer wieder fest, dass man einfach nur machen muss. Man muss einfach nur machen, dann klappt das auch. Aber das klappt natürlich gar nicht. Ich habe jetzt keine tolle Wurst. Ich habe jetzt keine Maschine vor. Da muss ich hier eine löschen. Welche machen wir? Wir nehmen die nicht hier. Wir nehmen die, die ich im Moment etwas weniger nehme. Und das ist der Slammer. Den nehme ich im Moment etwas weniger. Muss ich doch noch mal in die Suche rein. Okay, ist aber nicht so schlimm. Man muss einfach nur machen und dann kann man das Ganze auch ganz nett ausnutzen, so wie ich hier. Wir gehen hier auf dieser breiten Front, würde ich mal sagen, dem Ganzen hier entgegen. Ich muss jetzt nochmal checken, wie macht man das nochmal mit Golems? So manche Sachen weiß man auch nicht mehr. Okay, so, die müssen vorgehen. Viele, viele Magier dahinter. Und von den neuen Magiern auch. Ich nenne sie mal neue Magier. Päcker mit rein. Wir hauen hier mal alles in die Waagschale. So. Wir hauen mal alles in die Waagschale rein. Und machen das Ganze hier mal ein bisschen unsichtbarer. Und auch noch den damit zu.
Oh, der rollt weit, der rollt schon wieder weit. Ich sehe es jetzt schon wieder, der rollt echt weit. Das ist der Hammer. So, ich habe ja einen Heilzauber dabei. Auch nicht schlecht, da sind so ein paar Leutchen schon an den Tesla dran. Okay, so, wo können wir hier noch was wuteln? Oh, das sieht ganz gut aus. Man muss noch machen. Schnell noch mal den Scattershot hier in die Pflicht genommen. Und hier hinten nehmen wir noch einen Wut. Dann sind die da komplett in Wut. Und der King, der nervt mich gerade so. Ah, der nervt mich doch nicht mehr. Doch, jetzt nervt er mich doch noch. Okay, Queen, machst du vielleicht den King noch ein bisschen mit? Komm, da geh dich mal. Ah, nee, die Queen hat was anderes zu tun. Alles klar. Die Queen hat was anderes zu tun. Aber die Magier, ja, jetzt machen sie es doch. Alles klar. Ja, man muss noch machen. Sieht ganz gut aus. Okay, jo. Dann werde ich mir jetzt gleich mal, glaube ich, die zwei Tränke kaufen können, denn ich habe so ein bisschen Zeit auch mal wieder verdaddelt. Ich meine, ist auch kein Wunder. Komm, den Scatter nehmen wir noch mit. Jawohl, haben wir auch noch gekriegt für die Tat. 4000 Stück müssen wir, glaube ich, machen. Ich muss mal gleich nachgucken. Das dauert auch seine Zeit, Leute. Wenn ich jetzt, oh, guck, wir haben den auf 0 gemacht. Das ist ja auch schon wieder und schon wieder nette Prozente. Das gibt auch wieder ein paar Sternchen, sodass wir Richtung der nächsten Liga hier ganz, ganz piano gehen können. Die können wir auch noch mal nachbauen, auch wenn die jetzt ein bisschen teurer ist. Wir haben die ja wieder nachbekommen. Und dann traine ich die noch mal quick nach. Machen wir das mal so, so, so. Dann kommt die jetzt auch sauber nach. So muss es, ah ne, passt wieder nicht. Da ist wieder so ein Flaggschiff dabei. Einmal. Ich nehme die jetzt mal öfter. Ich nehme die. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ach so, ich hab schon angestoßen, alles klar. Toto verwirrt. Alles klar, Leute. Also, dann können wir hier gleich nochmal eine Stunde boosten. Ich habe immer noch 12 Minuten left. Aber ich nehme dann noch gleich noch eine zweite Stunde hinterher. Das solltet ihr auch machen. Und dann für 25 kaufe ich die einfach nach. Zwei Stück, Leute. Das ist echt mal ein nettes Schnäppchen hier beim Händler. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen coolen Wochenstart wie ich. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Toto. Clasht.